Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu Roblox. Study Bunny hat nämlich heute seinen eigenen Tycoon hier am Start. Und zwar soll hier wohl der Kaugummi-Tycoon sein. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Was ist das jetzt hier? Zitrus-Kaugummi? Wo sind die denn jetzt? Hä? Ach, kommen die jetzt hier raus oder was? Wir haben hier nämlich unsere eigene Fabrik, Leute. Und hier können wir richtig coole Sachen machen. Jetzt haben wir hier die Tür geöffnet. Und wann geht... Wow, wow, wow. Guckt euch das an. Leute, da... Oh, Bro, hier geht's richtig ab, Leute. Hier kommen nämlich gerade die Kaugummis runter. Yummy, yummy, yummy. Ich mag die Kaugummi. Schreibt mal in die Kaugummi-Kommentare rein. So Kaugummi-Laden, das ist... Okay, okay, jetzt haben wir hier die Grundlage. Jetzt haben wir hier die Kaugummis geladen. Und jetzt geht's hier richtig ab. So, wir können jetzt sogar das... Oh, guck mal hier. Ah, guck mal, die kommen jetzt alle da runter. Und ich habe jetzt 8 Dollar gerade. Und wenn ich jetzt die Tür öffne... Bumm. Gehen die alle hier in diese Fabrik rein und daraus werden Kaugummis? Und dafür müssten wir dann theoretisch... Aha! Guck mal, dann kommen die hier rein und dann kriegen wir davon Geld. Wisst ihr, was ich meine? Pass mal auf hier. Jetzt drücke ich hier rauf, Kaugummi-Laden. Und dann kommen hier kleine Kaugummis raus. So eine Kaugummi... So, das ist das nicht Kauerarm? So, das sieht so ein bisschen so aus, ne? Ist voll geil. Wir haben unsere eigene Fabrik, Freunde. Und wir können hier so Galaxy-Kaugummis machen. Goldene Kaugummis, alles drum und dran. Also, das wird richtig geil. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal ein bisschen an, hier was zu upgraden. Und zwar hier zum Beispiel das hier. Was ist das hier? Wir haben noch gar nicht so viel Geld, hä? Ich habe gerade mal 12 Dollar. Ich sag euch ehrlich, ich hole mir... Wo soll ich mir erstmal VIP holen? Ich hole mir erstmal VIP. Ich weiß zwar nicht, was es so bringt, aber ich kaufe es mir einfach mal. 150 Robux ausgegeben. Ey, das... Oh, guck mal, guck mal. Hä? Oha! Ich glaube, jetzt wird unser Kaugummi so ein bisschen verfeinert. Kann das sein? So richtig schön lecker Schmecker. Und Tür öffnen. Alle in meine Fabrik rein. Oh, guck mal, was hier abgeht. Wie viel Kaugummi wir gerade transportiert haben. Jetzt machen wir hier auf. Und zack, 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 zack. Und jetzt können wir hier alle, guck mal, die kommen jetzt alle da raus. Gehen einmal hier durch den Verfeinerer. Und dann kriegen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen extra Geld. Das ist ganz geil. Was ist denn Autosammeln? Sollen wir das kaufen? Jetzt macht ich Regenbogendampf? Was? Was macht denn der Regenbogendampf? Bro, macht der unseren Kaugummi Rainbow oder was? Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr krass an. Ich habe das jetzt mal hier. Guck mal, hier Regenbogendampf. Man kann ihn ein- und ausschalten. Warum sollte man ihn ausschalten? Macht ja gar keinen Sinn. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Und hier gibt es noch zwei andere Dampf-Upgrader. Boah. Und dann, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 81 Dollar haben wir gerade. So, zack, hier nochmal die Tür auf. Und jetzt geht's. Wo, wo, wo geht's hier? Hä? Aber man sieht doch gar nichts Rainbow. Das wird doch gar nicht Rainbow. Oder wird der jetzt hier Rainbow? Ich guck mal. Zack, 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 zack. Nee, der wird doch gar nicht Rainbow. Aber ich glaube, der Kaugummi, ja, der ist jetzt mehr wert. Oh, wir machen jetzt richtig viel Geld. Das ist nice. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier rauf drücke? Guck mal hier. Drücke das. Ach so, wenn die Gumballs nicht rauskommen, kann ich hier rauf drücken. Und dann, ja, okay. Dann werden die halt, kommen die halt ein bisschen schneller raus. Super. Hier ist ein Werteleser. Der, was? Oh, ich kauf's mir einfach. Das kostet ja alles Robux hier. Ey, wie viel Geld gebe ich denn jetzt hier schon wieder aus? Das ist ja komplette Eskalation. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt clever ist. Hä? Guck mal, da kann man... Ach so, hier, der bestimmt jetzt hier quasi den Wert oder was. Gummi-Upgrader. Und dann können... Oh, guck mal, hier können wir halt auch... Jetzt, gerade haben wir, glaube ich, Zitronen. Oder was haben wir gerade? Zitronengummi? Nee, hier Flavor Orange. Und jetzt hole ich mir einen zweiten Flavor. Boom! Und jetzt kommen noch rote Kaugummis da raus. Ey, soll ich das mal hier alles voll laufen lassen? Ach, hier sieht man den Wert. Und dafür haben wir gerade... Robux bezahlt. 6 Dollar ist der Wert. Was? Okay, das ist heftig. Ich lasse das mal hier alles voll laufen. Und wenn die hier voll sind, mache ich die Luke hier auf. Und dann geht es richtig, glaube ich, ab. Also dann wird es echt krank, könnte es sein. Dann machen wir richtig viel Geld, ne? Kann das sein? Automatisch sammeln. Man kann auch hier den... Ja, warte. Nee, ich mache jetzt... Ich mache jetzt, glaube ich, lieber schon auf. Leute. Jetzt schon mal auf hier. Zack, 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 zack. Boah, guck mal, wie schnell das hier durchgeht. Jetzt geht es hier alles durch. Jetzt ist das Kaugummi wieder ein bisschen mehr wert. Und jetzt kann ich hier rauf drücken. Und jetzt geht's richtig ab. Und wenn ich den Upgrader habe, hier Auto sammeln, dann geht das alles fast automatisch. Das ist eigentlich ganz nice. Ah, guck mal hier. Der kostet 12 Dollar. Was ist das denn für ein teurer Kaugummi? Habt ihr schon mal Kaugummi für 12 Dollar gekauft? Oder für 12 Euro gekauft? Also ich noch nicht. Was ist das hier so? Das kostet... Was ist das denn hier? Schnappt ihr eins? Aha. Okay, und jetzt...
Kann ich den essen? Bin ich jetzt schneller oder was? Das bringt doch gar nichts. Ey, das bringt doch... Naja, gut, okay, der bringt das nicht. Oh, oha! Oha! Wow! Ich glaube, weil ich VIP habe, habe ich das Ding hier bekommen. Ich hole jetzt erstmal hier noch den Blaubeeren-Kaugummi. Der kommt jetzt auch da oben aus der großen Dingsbums. Und ich bin mal gespannt, was der Blaubeeren-Kaugummi wert ist. Ah, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm raus, Blaubeeren. Da kommt einer, da kommt Blaubeeren raus. Wow, was? $25? Ey, hier ist schon ein richtiger Stau. Wir müssen uns beeilen. Zack, Tür aufmachen. Bup, 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 bup. Oh Gott, hier ist schon ein richtiger Stau. Jetzt muss ich ja hier auch noch zack, 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 schnell raufdrücken hier, dass die alle rauskommen. Ey, $50 kostet der Blaubeere-Kaugummi. Oh, wir machen jetzt richtig viel Geld. Wir haben jetzt schon... Was? Suff? Oh, okay, das ist heftig. Lager öffnen. Achso, das Lager öffnet sich denn länger. Dann geht das quasi länger automatisch. Hat jetzt $500 gekostet. Ich weiß jetzt nicht, ob das so clever war. Dann automatisch sammeln. Ich frag... Ach! Okay, das ist nice. Guck mal, jetzt automatisch geht er hier... Gehen die automatisch da durch. Und wir brauchen keine Panik mehr haben. Ja, das ist geil. Jetzt haben wir nämlich hier schon unseren automatisierten Mechanismus sozusagen drin. Dass das alles schon mal ein bisschen ja, besser läuft. Weil jetzt, guck mal hier, warte mal. Ja, hier, hier, hier. Jetzt geht die Klappe wieder zu. Jetzt kann ich aber die Tür wieder öffnen. Und insgesamt 30 Sekunden ist die Klappe offen. Und dann müssen wir nur alle 30 Sekunden mal drücken. Hier ist noch ein Upgrader. Okay, ich hole mir jetzt einfach mal diesen Kaugummi-Upgrader. Ach, der macht die funkeln. Nein. Der macht meine Kaugummis shiny oder was? Guck mal hier, kann ich den... Ah, ich will den anmachen. Anmachen. Oh, guck mal. Rainbow. Und wenn die da durchfahren, sieht die... Ah, dann guckt euch das an. Die sind richtig hier. Die sind jetzt richtig shiny. Und sind noch mehr Geld wert. Ich habe jetzt schon $8,000. Bro. Dann können wir erstmal hier... Das werde ich nochmal vielleicht upgraden hier. Ja, das haben wir nochmal. Jetzt geht... Oh, guck mal. Hier, der Laden ist jetzt hier 45 Sekunden offen. Dann können wir das gleich nochmal hier upgraden. Das kostet auch nicht so viel. Sehr gut. Ich merke, die Produktion hier läuft auf Hochtouren. So will ich das auch haben. Nein. Was? Leute? Was ist denn hier los? Was ist denn bei dem Typen nicht richtig? Alter, was hat der für eine... Ich sag euch ehrlich, ich habe eine Noob-Kaugummi-Fabrik. Meine Kaugummi-Fabrik ist eine Loser-Fabrik, glaube ich. Der Typ hat ja, ist ja viel, viel krasser wie wir. Naja, aber 70.000 kostet dieser Dampf-Upgrader. 70.000. Ich kaufe mir jetzt immer lieber das Traubengummi und danach kann ich mir das Kiwi-Gummi holen. Boah, ich will mal sehen, wie teuer der ist. Der kostet 6 hier. $25 ist gerade... Nee, 25... $150 kostet der? Okay, das müsste der Traum... Oh, ich will mal wissen, für was wir den verkaufen. Na, guck mal, der geht ja jetzt hier noch durch die ganzen Upgrades durch. Kommt jetzt hier raus. 150. $900. Noch teurer. Der wird ja noch teurer am Ende. Das ist ja... Also das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja wirklich schon echt krank. Aber hier können wir auch noch einen Upgrader. Guck mal. Den Upgrader, den hatte ich gar nicht angehabt. Hier auch nochmal den Upgrader. Das sind nochmal zwei. Oh, oh. Guck mal, hier können wir auch noch einen Upgrader bauen für 50.000. Guck mal, was wir jetzt an Geld auf einmal machen. Durch die ganzen Upgrader. Weil die werden jetzt... Guck mal, zack, zack, zack. Die werden jetzt alle mehr wert. Boom, 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 boom. Und das, das multipliziert sich ja immer. Das geht ja immer höher, 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 höher. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, können wir das hier noch ein bisschen, zack, ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Das können wir auch noch hier upgraden. Und als nächstes, oh, wir müssen die Tür aufmachen, schnell durch. Als nächstes würde ich sagen, werden wir uns den nächsten Dampf-Upgrader holen, dass die noch mehr wert werden. Und guck mal, wie das schon aussieht, wenn die jetzt hier durchkommen. Zack, 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 zack. Das geht übertrieben ab. Nein, 1 Million. Man kann die doppelt shiny machen. Bro, aber erstmal machen wir das hier. Guck mal hier, schön. Ey, jetzt werden die so viel wert. Ich will mal gucken, was hier einer... Guck mal hier. $10.000 hat der eine gerade gekostet, glaube ich, oder? War das 10.000 oder 1.000? Das war auf jeden Fall ordentlich Kohle. Guck mal hier nochmal direkt länger öffnen. Weil wenn ich jetzt das nächste Mal raufdrücke, glaube ich, müsste das 1 Minute offen sein oder so. Dann ist das ja hier alles automatisiert fast. Und wir können uns gleich neue Sorten holen. Richtig nice.
So, einmal auf. 80 Sekunden ist das jetzt offen. Und wir können uns jetzt einen Kiwi-Kaugummi noch holen, einen Wassermelon-Kaugummi. Dann gibt es noch... Oh, guck mal, was das hier für alles für teure Dinger gibt nachher. Hä, guck mal, der, okay, der kostet aber 25.000 hier. Guck mal, das können wir uns alles kaufen noch hier. Ey, was? Oh, Leute. Nein, 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 was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Wir können uns ja alles kaufen. Ich hab das vorhin gar nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Guckt euch die Produktion an. Wir haben alles einfach verzehnfacht oder so. Und wir können uns den nächsten Dampf-Upgrader holen. So, jetzt werden unsere Kaugummis schön mit Dampf versehrt. Und noch die große... Ach nee, die große Lageröffnung können wir uns da nicht holen. Dann können wir hier noch ein bisschen schnellere Geschwindigkeit holen. Das hole ich mir als nächstes hier. Nochmal. Ey, guck mal, wie das leuchtet bei mir. Und gleich kommt... Ja, jetzt kommt nochmal der Shiny-Upgrader. Oh! Bro, guckt euch an, wie viel wert die sind. Es läuft halt zu schnell, aber die sind halt ultra viel wert. 31.000 war gerade der eine an Wert. Guckt mal das Geld an. Hä? Hier können wir direkt auch upgraden. Was? Also, Leute, irgendwas. Wir haben gerade, glaube ich, das Game. So, 3 Minuten. 3 Minuten. Wir dürfen die Produktion nicht zum Stehen kommen lassen. Hier muss immer alles am laufenden Betrieb sein, dass wir richtig viel Kohle machen, weil hier geht es nämlich weiter. Autosammelbaum. Ja, das ist gut. Das machen wir. Gummibaum. Hä? Was ist das denn hier? Ein Gummibaum. Können wir die wir können die einsammeln. Die geben sogar Geld. Oh, die geben sogar nicht wenig Geld, aber... Ja, meine Produktion ist, glaube ich, echt... Wir haben gerade angefangen. Ich habe die Produktion schon durch. Wir sind zu doll durchgedreht zum Anfang. Wir können jetzt hier nämlich weitere Kaugummis holen. Zack, zack, zack. Ich renne jetzt hier überall einfach rüber. Ich gucke, was übrig bleibt. Nicht mehr viel. Ey, der orangene Kaugummi kostet 10 Millionen. Aber zack, hier den nächsten direkt. Den hier. Was hat denn... Aber guck mal, der hier drüben, der hat ja noch... Was hat der denn hier... Nein, okay, der ist krasser wie ich. Er ist krasser wie ich, immer noch. Er hat irgendwie doch einen anderen Upgrader. Wann kriege ich denn den anderen Upgrader hier? Vielleicht ist das, wenn wir erstmal alle haben. Das müssen wir, guck mal, hier länger öffnen. Timer entfernen. Man könnte sogar den Timer entfernen. Denn läuft die ganze Zeit die Fabrik durch. Das machen wir jetzt, ne? Oder nee, wir machen... Ich will mal wissen, wenn hier alles... Guck mal, die stapeln sich sogar schon. So viel Kaugummis haben wir. Guck mal, was jetzt hier auf der Autobahn los ist. Guck mal das Geld an. Wir machen unendlich Geld. Haben wir gleich alles? Guck mal, das haben wir noch. Das können wir noch kaufen hier. Automatisch. Kaugummi laden. Ich würde mal sagen, das können wir kaufen. Wir können alles kaufen. Wir haben... Ach so. Nein. Wartet mal. Das sind noch Noob-Kaugummis, glaube ich. Weil guckt mal, wir können jetzt Wiedergeburt... Oh. Nein, ich habe jetzt ein Ananas-Kaugummi. Bro, was? Und jetzt werde ich wahrscheinlich neue Upgrader bekommen. Checkt ihr, was ich meine? Ich werde jetzt komplett neue Upgrader kriegen. Weil der Typ hatte ja auch andere Upgrader drin gehabt. Aber die erste müsste jetzt erstmal hier wieder durchlaufen. Zack, zack, zack. Guck mal, wie wenig wert der halt ist, ne? Der erste hier, wir müssen hier wieder raufdrücken. Der kommt jetzt hier raus. Sieht gerade mal hier. Das sind ja Baby-Dinger hier. Aber geben uns auch, guck mal, direkt 100 Dollar. Direkt 100 Dollar. Da können wir hier noch weitere Kaugummis direkt kaufen. Zack, zack, zack. Weil das war der Fehler, den wir vorhin gemacht hatten. Wir haben, glaube ich, schon wieder zu viel Robux ausgegeben, dass wir hier zu schnell vorankommen. Kirschkaugummi. Ich will jetzt aber mal die neuen Upgrader sehen. Und hier muss ich Auto sammeln direkt drauf. 1000 kostet das. Weil das kostet am meisten Zeit. Jetzt kommen die ganzen Kaugummis raus, die ich gekauft habe. Bum, bum, bum. Und hier sind wir Stufe 2. Nächster Geschmack bei 5 Wiedergeburten. WTF? Bei 5 Wiedergeburten? Bro, bitte macht nicht diese Filme mit ihr. Komm, ich muss jetzt mal hier Auto sammeln. Auto sammeln können wir jetzt kaufen. Jetzt haben wir den Stress erstmal schon durch. Jetzt muss man nur gucken, dass hier die Tür die ganze Zeit offen ist. Und ich will mal sehen, wo ist denn dieser Ananas-Kaugummi? Wo kriegen wir den? Hier, mehr Aromen hier.
Ach so. Das sind die Aromen? Aber wo ist jetzt... Nein! Wo ist denn der Ananas-Kaugummi? Die kriege ich wahrscheinlich erst noch freigeschaltet, ne? Ich glaube, das kommt noch. Sehr gut. Hier schon nochmal Tür auf, das nochmal kaufen. Und ich will gleich mal hier... Upgrader sind gleich auch durch. Warte mal, kauf mal hier wieder zack, zack, zack. Die ganzen Dinger durch. Weil... Ey, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. In meiner Kaugummi-Fabrik bei Stunny Bunny. Wie geht es Ihnen? Juhu. Du kannst dir auf jeden Fall ein Kaugummi nehmen bei mir, wenn du willst. Das wäre erlaubt. Das würde ich dir erlauben. Ich muss mal hier, glaube ich, warte mal, Limit erhöhen nochmal. Nicht, dass der hier die Produktion hier zum Stehen kommt. Das wäre nicht so gut. Und wir sind jetzt, glaube ich, auch bald hier auf der Rangliste ganz weit vorne. Oh, mal hier das Upgrade einmal geholt. Oh, ja. Ich sag euch ehrlich, wenn man einmal drin ist, dann geht's ratzbatz. Okay, mal hier wieder den nächsten kaufen. Oh, da kommt da noch mehr raus. Tür wieder aufmachen. Und jetzt werde ich mich erstmal um die wichtigen Upgrader kümmern. Und zwar um den hier. Aber die sehen gleich aus. Warum? Warum hat der denn... Ach nee, der hat gerade Prestige gemacht auch. Der hat gerade Wiedergeburt gedrückt. Ja, 10.000, nächster Upgrader. Einmal hier. Zack. Die haben also das Wichtigste durch. Danach können wir eigentlich hier Auto sammeln. Noch ein bisschen schneller machen. Weil nicht, dass die Produktion hier drinne, dass hier alles voll läuft und dann stoppt. Das wäre sehr, sehr kontraproduktiv. Ja, 70.000 können wir auch nochmal hier. Dann läuft das länger. Und jetzt können wir uns weiter um die Upgrader kümmern. 50.000. Und jetzt müssen wir hier einmal nochmal... Soll ich mal einmal volllaufen lassen? Komm, ich lass mal einmal volllaufen. Mal gucken, was passiert. Wenn hier alle Kaugummis voll sind. Oh. Guck mal hier, alles full. Alles full gleich. Oha. Staut das jetzt bis oben dann, oder wie? Ich bin gespannt. Guck mal hier, staut, es staut. Nein, 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 das staut... Oh, das staut bis oben. Und irgendwann kommt nichts mehr raus. Deswegen werden wir hier schnell die Tür öffnen. Wow, guck mal. Huhuhu. Die Produktion läuft auf Hochtouren. Ey, was geht? Ey, jetzt einer hat sein Kumpel mitgebracht. Na, alles gut bei euch? Wir sind hier gerade in der höchsten, krassen Produktion. Hier geht's gerade richtig zur Sache. Wir brauchen neue Kaugummis bei uns. Ich will mal gucken, wann das Dings Kaugummi kommt. Das geht, Jungs, das geht. Ihr könnt euch hier, wie gesagt, sehr gerne... Ihr könnt mir auch ein bisschen helfen bei der Arbeit, wenn ihr wollt. Aber die Kaugummis gehen hier gut durch gerade. Dampf-Upgrader brauchen wir auf jeden Fall. Den zweiten Dampf-Upgrader, dann kriegen wir noch mehr Geld. Hier können wir das Limit erhöhen. Nochmal hier ein bisschen zack. Limit haben wir durch. Und jetzt brauchen wir hier noch den nächsten Upgrader unbedingt. Weil jetzt machen wir richtig Geld. So, das hat er gerade geschrieben. Der hat was im Chat geschrieben. Können wir Screen machen? Hallo! Ja! Guck mal, der will einen Screenshot machen. Cool, guck mal. Stunny Bunny und seine Fans, Leute. Guck mal, ey, was hat der denn hier für einen coolen Froschi? Und hier oben hat der noch ein Bärchen. Ey, das ist ja richtig cool. Nice. Also ihr könnt auch immer zu mir kommen, wenn ihr mich seht in den Spielen. Kommt gerne vorbei, dann machen wir ein kleines Foto. Dann freut ihr euch doch immer. Ich weiß das doch. Hier nochmal aufmachen die Tür. Und da den Glanz-Upgrader nochmal rein. Hier können wir die größere Variante machen. Kein Problem. Da hat er sich gefreut. Das sage ich doch, Leute. Das ist doch schön. Dann freue ich mich auch. Ich muss jetzt aber erstmal hier Timer entfernen. Brauchen wir nicht. Hier nochmal den Autosammler auf Full upgraded. Weil ich merke schon... Oh, guck mal, wie das hier leuchtet jetzt. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Guck mal, was hier rauskommt. Oi, 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 oi. Hier nochmal den letzten ab. Guck mal, das stockt hier schon mittlerweile. Das backt rum. Ey, wir sind so gut. Das backt rum. Das backt rum. So, den noch. Ach, wo kommt denn... Ich frage mich nur, wo dieser eine Kaugummi kommt, den wir eigentlich gerade freigeschaltet haben. Entweder bin ich ein Noob oder ich sehe nicht durch. Ich weiß es nicht so recht. Das haben wir auch. Ich besitze hier noch. Zack, Minz. 3,6 Millionen kann ich auch noch kaufen. Bisher sehe ich hier aber noch keine Ananas. Wo ist die Ananas?
habe immer früher deine Freitag der 13. Sehr korrekt. Ehre, Leute. Ehre. Geil, Leute. Er hat meine Freitag der 13. Videos geguckt. 1000 Wiedergeburten. Du brauchst... Was? 1000 Wiedergeburten? Was ist das denn? Oh, guck mal, ich kann alles durchkaufen. Ich habe alles durchgekauft. Ich habe alles wieder durchgekauft. Aber ich sehe hier keine Ananas-Kaugummis. Leute, ich weiß nicht, hat es euch gefallen mit dem Kaugummi-Simulator? Wir haben den auf jeden Fall hier eine gute Produktion am Start. Esst nicht so viel Kaugummis, lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Tschüss.